Oberliga Hamburg, 9. Spieltag, Derbyzeit, der HSV Barmbek-Uhlenhorst empfängt den Uhlenhorster Sportclub aus Paloma. Ein besonderes Spiel für die Anhänger beider Mannschaften, ein ebenso wichtiges Spiel mit Blick auf die Tabelle. Beide Mannschaften könnten 3 Punkte mal wieder gut gebrauchen. Für die Gastgeber gab es zuletzt eine 4:2 Niederlage gegen Viktoria. Aktuell steht man auf Platz 8, hat 10 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dassendorf. Und Paloma als Aufsteiger hat man gerade mal 6 Pünktchen aus 8 Spielen geholt. Rein in die Partie. Die Gastgeber in Gelb und Blau, Paloma ganz in Weiß. Erste Szene nach einem Standard. Den besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste. Das ist Danny Schima mit dem Auge für Dominik Uhlager. Der Schuss allerdings geblockt. Trotzdem erste gute Szene der Gäste. Und Paloma versuchte weiterhin nach vorne zu spielen. Pressschlag, der Ball ist noch im Spiel. Da geht er auf die Grundlinie, legt den Ball zurück. Geblockt und dann die Riesenmöglichkeit für Dominik Uhlager. Und der macht das 1:0. 23. Spielminute. Der Mann, der schon Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat mit dem VfB Lübeck. Letzte Saison hat er 10 Tore gemacht und 10 Vorlagen gegeben. Hier macht er seinen 2. Saisontreffer und die Führung im Derby. Die Gäste mit der Führung im Rücken besser im Spiel. Querschlag von Fatih Umuran und dann wieder Paloma mit dem Abschluss und eine klasse Parade von Johannes Höcker gegen Wolfgang Pesch. Paloma zu Beginn unangenehm. BU hatte Probleme ins Spiel zu finden, aber dann mal ein guter Seitenwechsel. Der Ball wird abgelegt und die Schussmöglichkeit für Narek Abrahamian. Nicht so schlecht, allerdings auch nicht wirklich zwingend. Die Mannschaft von Marco Stier kämpfte sich in diese Partie. Flanke und dann die Schussmöglichkeit geblockt von Christian Merkle und der Pfiff von Murat Yilmaz, 11 Meter für BU wegen Handspiels. Meiner Meinung nach eine fragwürdige Entscheidung aus kurzer Distanz. Anyway, den Elfmeter gibt es und der Ausgleich durch Abdel Aziz Haddad. Kurz vor der Pause ein psychologisch wichtiger Moment für die Gastgeber. Abdel Aziz Haddad mit seinem 9. Saisontor im 9. Spiel. Das ist mal eine Torausbeute. Zur Pause steht es dann also 1:1 zwischen BU und Paloma. Rein in den 2. Spielabschnitt. Die Gastgeber wollten jetzt mehr. Paloma hatte Probleme. Das ist Nico Schluchtmann mit dem Abschluss. Gute Parade von Jannis Waldmann im Tor von Paloma. Die letzten 4 Derby-Spiele konnte allesamt BU für sich entscheiden. Diese Serie wollte Paloma natürlich beenden. Nächster Abschluss, Wolfgang Pesch allerdings ans Außennetz. Und was war mit BU? Ein langer Ball in die Hälfte von Paloma. Das ist wieder Abdel Aziz Haddad mit der Hereingabe. Und was für eine auf den Kopf von Tim Jeske. Und er macht das 2:1. 54. Minute. Toller Angriff. Toll vollendet. Tim Jeske, 5. Saisontor, kam 2018 vom Wedeler TSV zu BU. BU also in Führung. Und das beflügelte die Mannschaft. Wieder gut gespielt. Tolle Parade von Jannis Waldmann. Und der 2. Schuss dann nicht mehr gefällig. Auf den Trainerbänken die Stimmung auch gut. Es gab wilde Diskussionen. Das Spiel war höchst spannend. Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Und das ist wieder Wolfgang Pesch. Nächster Abschluss gegen Johannes Höcker. Aber der Keeper bleibt Sieger. 74. Minute. Ecke BU. Am 2. Pfosten ist Chris Pfeiffer ganz alleine. Und er macht das 3:1. Für die Gastgeber, 2. Saisontreffer und die 2-Tore-Führung im Derby für BU. Eine tolle Ecke, allerdings war Chris Pfeiffer auch komplett alleine gelassen. Wieder ein Eckball für BU, die Mannschaft von Marco Stier war jetzt im Spiel und wollte die Entscheidung. Guter Abschluss von Jannis Korczanowski, der Ball geht allerdings am Kasten vorbei. Was war mit Paloma? Die Mannschaft gab sich nie auf.
Der Ball kommt durch an den zweiten Pfosten und dann ist Christian Merkle da. Und solche Geschichten schreibt nur der Fußball von 2014 bis 2017 bei BU gespielt. Und jetzt trifft er für Paloma in der 86. Minute. Zum 2:3 aus Sicht der Gäste. BU verteidigt das schlecht, Merkle komplett alleine gelassen. Die Schlussphase war dann nochmal richtig hitzig. Es gab eine gelb-rote Karte für Prince Boateng Steen. Eine vertretbare Entscheidung. Er hat sich lautstark beschwert, hatte schon gelb. Paloma nur noch zu 10. Das sollte allerdings am Spielergebnis nichts mehr ändern. Am Ende ein 3:2 Sieg für BU im Derby. Somit der 5. Derby-Sieg in Folge. Wichtig für die Mannschaft von Marco Stier, die damit vorerst auf Platz 5 springt in der Tabelle. Paloma kassiert trotz guter Leistung die 7. Saisonniederlage. Ja, ich kann das nicht beschweren, dass wir, wenn wir in der ersten Halbzeit zurückliegen, ja, kriegen dann noch einen Elfmeter zum 1-1. Und der kommt, und wir kommen dann natürlich sehr gut aus der Halbzeit. Stellen auch auf 3-1, haben noch Chancen auf, ja, 4-1, 5-1. Ja, und wie es bei uns immer ist, machen wir die Tore nicht. Und wuff, klingelt das dann auf einmal in der 86. wieder. Und wir zittern uns dann noch ein zurecht hinten. Haben dann trotzdem noch gute Konterchancen, wieder auf 4-2, 5-2 zu stellen. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich sag mal jetzt, es war schon ein verdienter Sieg, ja, weil wir einfach das Chancenplus hatten. Aber trotzdem hat Paloma heute sich sehr, sehr gut verkauft. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.